Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, danke, Herr Landeshauptmann, für Ihre Ausführungen, aber ich muss jetzt da schon ein bisschen was ins richtige Licht rücken. Ich meine, ich gratuliere der ÖVP zur heutigen Themenauswahl, ja, die ausgerechnet jetzt, zufälligerweise 3 Monate vor der Nationalratswahl, ein Bekenntnis zur Leistungsgesellschaft ablegt und offenbar draufgekommen ist, dass es schon wichtig und richtig ist, wenn man Leistung belohnt. Gleichzeitig muss man aber auch festhalten, dass dieses späte Bekenntnis nichts anderes ist als eine klassische Selbstanklage. Eine Selbstanklage deshalb, weil die ÖVP seit dem Jahr 1987, da war ich 3 Jahre alt, durchgehend in der österreichischen Bundesregierung sitzt. Eine Selbstanklage deshalb, weil die ÖVP seit dem Jahr 1945, da war mein Opa 3 Jahre alt, durchgehend in der Tiroler Landesregierung sitzt und dabei immer den Landeshauptmann gestellt hat. Man muss also festhalten, dass es der ÖVP trotz jahrzehntelanger Regierungsbeteiligung auf Bundes- und Landesebene nicht gelungen ist, ja, eine Situation herbeizuführen, wo man im Jahr 2024 sagen kann, Leistung wird anständig belohnt, Leistung rentiert sich, andernfalls müsste man das ja heute nicht zum Thema machen und ein dementsprechendes Glaubensbekenntnis ablegen. Es ist schön, ja, wenn die ÖVP an die nächste Generation glaubt, nur ihr habt sein Problem. Und das Problem ist, dass die nächste Generation nicht an die ÖVP glaubt. Und das aus gutem Grund. Ja. Warum soll man denn ausgerechnet der ÖVP glauben, dass sich Leistung in den nächsten Jahren wieder rentieren wird, wenn sie es die letzten Jahrzehnte nicht auf die Reihe gebracht hat? Wieso soll man denn einer ÖVP überhaupt nur irgendetwas glauben, die in regelmäßigen Abständen, aber insbesondere dann kurz vor Wahlen, den Menschen vieles verspricht, was sie dann nicht einhaltet? Der Landeshauptmann hat den Österreich-Plan angesprochen. Ja? In Ihrem Österreich-Plan haben Sie es zum Beispiel eingeschrieben, dass man ein klares Bekenntnis zu 2 Geschlechtern in der Sprache ablegt. Im Tiroler Landtag haben Sie genau das Gegenteil beschlossen, nämlich ein Bekenntnis zu allen Geschlechtern in der Sprache. Eine ÖVP, die sich vehement ja, und regelmäßig für die Herabsetzung der Strafmündigkeit in aller Öffentlichkeit ausspricht, aber im Nationalrat dann gegen die Herabsetzung der Strafmündigkeit stimmt. Die ÖVP, die jetzt sogar die Landwirte, die ehemals treuesten ÖVP-Wähler einer außer Rand und Band geratenen Umweltministerin ausliefert, nur damit halt nur ein paar von der ÖVP ein paar Monate länger am Trog sitzen können. Es war die ÖVP-Ministerin Edtstadler, die sich erst vor ein paar Wochen mit der IV hingestellt hat und in aller Öffentlichkeit mehr Arbeit bei gleichem Lohn gefordert hat. Lohnraub hat die ÖVP nur vor ein paar Wochen gefordert. Je näher es zur Wahl geht, desto weniger will man davon wissen. Und zu guter Letzt darf ich euch auch daran erinnern, dass es die ÖVP im Verbund mit den Grünen war, die allen fleißigen Menschen in dem Land, ja, die 45 Jahre hart gearbeitet und brav ihre Steuern bezahlt haben, die Möglichkeit geraubt hat, nach diesem 45 Jahren abschlagsfrei in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Das war auch die ÖVP. Insofern erinnert mich euer heutiges Glaubensbekenntnis sehr stark an ein Personen, ja, die jeden Sonntag brav in die Kirchen gehen. Da glauben sie dann an den Heiligen Geist, die Jungfrau Maria, die Gemeinschaft der Heiligen, die Auferstehung der Toten und die Vergebung der Sünden. Aber die restlichen 6 Tage in der Woche führen sie sich dann genau so auf, dass sie zum nächsten Sonntag wieder möglichst viel zum Beichten mitnehmen. Aber so einfach, wie es die katholische Kirche den Sündern macht, werden es auch die Wählerinnen und Wähler garantiert nicht machen. Die ÖVP hat bei diesem Thema, aber auch bei vielen anderen Themen, ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Ja. Aber es gibt ja zum Glück auch noch andere Parteien in diesem Land, wie zum Beispiel die Freiheitliche Partei. Ja. Überhaupt kein Thema, auch die FPÖ. Auch die FPÖ hat in der Vergangenheit nicht immer alles richtig gemacht. Zum Beispiel, dass man als zweitstärkste Partei die drittstärkste Partei zum Kanzler gemacht hat. Das war ein furchtbarer Fehler. Der wird uns auch in Zukunft garantiert nicht mehr passieren. Aber was man uns garantiert nicht unterstellen kann, ist, dass wir uns nicht in der Vergangenheit und auch aktuell permanent dafür einsetzen, dass jene Menschen, die bereit sind, mehr zu leisten, am Ende des Tages auch wesentlich mehr in der Geldtaschen haben. Im Übrigen ist es ja auch so, ja, und das ist tatsächlich ein großes Problem, dass genau die, die am meisten leisten, ganz oben auf der Liste vom Finanzminister stehen, der im Übrigen auch seit über 20 Jahren von der ÖVP entsendet wird. Zur Vollzeitarbeit. Ja, wenn man mehr Menschen in die Vollzeitarbeit bringen will, was im Übrigen dringend notwendig wäre,
dann muss man die Vollzeitarbeit einerseits lukrativer gestalten, aber andererseits muss man Rahmenbedingungen schaffen, dass Vollzeit überhaupt ermöglicht wird. Von den rund 4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Jahr 2023 waren 31% in einer Teilzeitbeschäftigung. Die durchschnittliche Teilzeitquote in der EU liegt bei 18,5, also fast doppelt so, also wir haben fast doppelt so hohe Teilzeitquote. Nur in den Niederlanden ist diese Quote höher als bei uns. In so gut wie allen anderen EU-Ländern ist diese Teilzeitquote wesentlich niedriger. Aber zurück nach Österreich, wo die Teilzeitarbeit eindeutig weiblich ist. Ja, im Jahr 2023 waren nämlich 13,4% der Männer und 50,9% der Frauen in einer Teilzeitbeschäftigung. Das heißt also, dass jede zweite Frau, die in Österreich arbeitet, in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis ist. Zurückzuführen ist es natürlich in erster Linie auf die Kinderbetreuung, aber auch auf die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen, die halt nach wie vor zu einem massiv überwiegenden Teil von Frauen erledigt wird. Und all diesen Frauen wird man halt mit einem Glaubensbekenntnis nicht helfen können. Es habt ihnen einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr versprochen. Bekommen haben sie eine Absichtserklärung der Landesregierung auf die Vermittlung von einem Kinderbetreuungsplatz. Also wenn es wirklich ernst meint, ja, und ihr insbesondere Frauen die Vollzeitarbeit ermöglichen wollt, dann braucht es nur eure Hausaufgaben erledigen, da braucht es nur das umsetzen, was ihr versprochen habt. Niemand wird euch dabei hindern. Generell muss man sagen, dass der Faktor Arbeit in Österreich viel zu hoch besteuert ist. Ja, es ist kein Geheimnis, dass Österreich insbesondere ein Problem bei den Ausgaben hat und nicht bei den Einnahmen. Und wenn ich zum Beispiel mit der Lohnsteuer runterfahren will und somit die Leistungsträger entlasten will, naja, dann werde ich halt an anderer Seite bei den Ausgaben sparen müssen, damit ich nicht wieder ein Loch im Budget aufreiße. Und da fallen mir viele Dinge ein, aber da fällt mir insbesondere die gesamte Asylindustrie ein, über die ja außer uns auch niemand in dem Land ernsthaft reden will. Ja? In einem Artikel der Tageszeitung Presse, vom 17.01.2024 hat das Wirtschaftsforschungsinstitut Eco Austria im Auftrag des österreichischen Integrationsfonds untersucht, wie hoch die Kosten sind, die Österreich durch die humanitäre Migration entstehen. Das Ergebnis waren 21,64 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2015 bis 2025. Also jedes Jahr über 2 Milliarden Euro, die wir direkt den Leistungsträgern in welcher Form auch immer zugutekommen lassen könnten, wenn wir uns endlich einmal gegen diese massenweise illegale Migration wehren würden. Aber da sind wir halt schon wieder bei einem Punkt, ja, wo die ÖVP den Menschen etwas ganz anderes verspricht, als sie dann in Wahrheit macht. Versprochen und Versprechen, ja, tut sie den Leid immer, in die Leid immer eine restriktive Asylpolitik. Ihr versprecht den Menschen eine restriktive Asylpolitik. In Wahrheit seid ihr es aber nicht einmal dazu bereit, zu prüfen, ob man Leistungen für abgelehnte Asylwerber reduzieren kann. Den zuständigen Antrag wird es in ein paar Stunden da herinnen ablehnen. Beim Thema Vorsorge schaut es auch nicht viel besser aus. Der Herr Landeshauptmann hat es angesprochen. Ja. Wenn die ÖVP die Vorsorge der hart arbeitenden Menschen verbessern will, dann will sie das mit einem Pensionssplitting machen, wo man wieder hergeht, die gesamte finanzielle Last und die Verantwortung weg vom Staat hin zu den eh schon überstrapazierten Familien legt und wo es nur einen garantierten Gewinner gibt, nämlich den Finanzminister, der sich dann in Zukunft Milliarden erspart und keine Ausgleichs- oder nur mal viel weniger Ausgleichszulagen ausbezahlen muss. Beim Thema Eigentum darf mir jetzt auch irrsinnig viel einfallen, aber da fehlt mir ein bisschen die Zeit. Der Kollege Marschik hat auch noch was zu sagen. Nur so viel. 37 Jahre Bundesregierung, 80 Jahre bald Tiroler Landesregierung. Die ÖVP hat dabei zugeschaut, wie der Traum vom Eigentum sogar für Gutverdiener in dem Land einfach unfinanzierbar worden ist. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass euer heutiges Glaubensbekenntnis zur Leistungsgesellschaft und zur nächsten Generation nicht einmal das Papier wert ist, auf dem Sie es gedruckt haben. Im Gegenteil, man hat heute den Nationalratswahlkampf hier im Tiroler Landtag eröffnet. Es ist einzig und allein die Fortsetzung von Wahlversprechen, die niemals in Umsetzung kommen werden, um es in den Worten der ÖVP-Message-Control zu sagen, strategisch notwendiger Unsinn.